Das ist so Dortmund. Ich gucke mal ein bisschen rüber. Alter, mach mir jetzt so eine Angst. Ja, komm rein. Ich hab... Nee, nee. Drei Tannenzapfen gefressen. Hier hast du einen. Hier hast du ganz viele. Nein, 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 nein. Ey, ich bin gleich dazu geneigt, noch mehr Binsen hier reinzuknallen, weil ich Angst habe, dass gleich eins wieder verfault. Aber normalerweise leben die extrem lange, hat man ja bei dem einen gesehen. Nein, 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 nein. Seerosenblätter gefräsen. Ich habe nur noch eine hier. Wo ist eine andere? Na, ich habe kein zweites mehr. Muss ich nochmal kaufen. Hallo, schmecken die Schokomilch in der Tasche? Ich nehme sie. Das ist sehr nett von dir. Du opferst dich ganz gerne mal für andere, wa? Sehr löblich. Weg nochmal. Ja, komm mal her. Wir machen mal zur Sicherheit. Mögen die das eigentlich auch mit Wasser? Ja, mögen die. Du scheiß Pedobär! Hör auf, mich von hinten so anzuglotzen und so zu atmen. Das ist ja voll widerlich. Jetzt kommt das Pferd nicht mal mehr rein. Was soll denn der Müll? In der Richtung sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Oder? Ne, wir sind ziemlich weit. Doch, das müsste ungefähr hier gewesen sein. Jo, aus der Richtung sind wir gekommen. Damals. Schwanana, komm doch mal hier hin jetzt! Mich. Und du komm eigentlich rein, ich hab da verdammt nochmal 3 Honigtöpfe. Worum alles, worum glaubst willen? Super! Sweet Tooth 2 ist sesshaft geworden. So, jetzt ist, ja, wir sind eigentlich jetzt nur gerade am Warten, weil ich kann jetzt gerade, ja, ich könnte ein paar Buzzlegums jagen lassen, damit mal die Spinne mal hier reinkommt. Donald 1 ist überglücklich, so viel ist schon mal sicher. Ja, jetzt geht's langsam wieder auf den Abend zu und immer noch keine hier gewesen. Ah, Raisin. Ich habe keine Ahnung, wo das Vieh ist, ey. Zum Kützen. Zum Kützen so. Aber wir können ja mal gucken. Was wir noch so für Pinatas haben. Nur die erste Reihe haben wir eigentlich schon komplett. Maispflanze und ein Stück Brot. Sollte nicht so schwierig sein. Maispflanze und ein Stück Brot. Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Hey, dein Garten ist derzeit ein bisschen zu voll. Wenn du das haben willst, musst du erst Platz schaffen. Fick dich, du blöde Schnepfe. Okay, hier haben wir ein bisschen was loswerden. Außerhalb ist nichts. Doch. Hier haben wir zwei Problemkinderchen. So. Maispflanze und Brot bitte. Meine Güte, du bist aber lange auf. aber in einem Schlimm werden lang, wenn man nicht entschlafen kann. Die Decke die ganze Nacht, wieder mal durchgemacht. Träume sind was Schönes, aber heute ich bin schlaflos wie ein kleines Kind ohne Milch. Ey, die Nächte werden lang, wenn man nicht entschlafen kann. Und noch Brot. Brot für die Welt. Jetzt haben wir noch gar nicht freigeschaltet, ist das? Ich hab über Dinge nachgedacht, die mich beschäftigen. Dinge, die ich vergessen will, sind in meinem Kopf gefangen, als wären sie im Gefängnis drin. Kippe rauchen, nachdenken, Whisky saufen, nachschenken. Es gibt viele Dinge, die mich einfach aus der Bahn werfen. Ihr denkt, mein Leben wäre schön, das ist aber nicht so. Wer ist so, dann wäre ich doch froh und würde niemals diese Strophe schreien. Ich bin ein normaler Junge, der... So, jetzt habe ich ja hier 3 Honigtöpfe. Das ist nicht drin gewesen, der Kollege. Es ist leichter, wenn ich scheitere, oder schreibe ich jetzt einfach diese Zeilen wie eine Leiter, um nach oben zu gelangen aus diesem Ort der Gedanken. Ich habe hier nichts leichter, denke ich. Meine Gedanken schreibe ich auf diesen Zettel. Ich bin schlaflos, wie dieser Film mit Seattle. Die Nächte werden lang, wenn man nicht einschlafen kann. Schlafen die Decke die ganze Nacht, wieder mal durchgemacht. Ach du Scheiße, da ist ein... Da hat jemand seine Hörner verloren. Oder sind das seine Ausgehörner? Das sind vielleicht ein Ausgehörner. Ja. Party machen will oder sowas. Ich bin schlaflos wie ein kleines Kind ohne Licht. Schlaflose Nächte, hör Gebelle in der Nacht. Wenn ich träumen könnte, träumte ich davon, dass du's schaffst. Diese Nächte sind so lang. Zeitraffer, Atemzug, ich hätte gerne Pause und danach wäre sicher alles gut. Tja. Deswegen hör ihm stundenlang zu und du erkennst, es ist das Richtige, was du morgen tust. Wenn die Sonne untergeht, beginnt für mich der Tag. Achso, und was noch mal gucken könnte, wäre der weiße Flutterscotch. Den hatten wir auch noch nicht drin. Du kannst schlafen, mich nicht. Du hast zwar Träume, aber bist nicht frei. Jedes Mal blick ich zu dir, du siehst mich nur im Traum. Tut mir leid, ich kann's nicht ändern. Du bist ehrlich, glaub ich kaum. Wenn du wüsstest, was ich denke. Die haben wir komplett eigentlich geregelt. Die haben wir komplett geregelt. Schreib ich auf diesen Zettel, ich bin schlaflos wie dieser Film in Seattle. Das haben wir geregelt, das hier haben wir geregelt, das haben wir auch am Regeln, das haben wir geregelt, das haben wir geregelt, das haben wir geregelt. Den haben wir nicht geregelt. Eine Gänseblümchen im Garten. Fürs Auftauchen alleine nur. Im Garten sind 2 Gänseblümchen. 4 Gänseblümchen im Garten. Das heißt, wir schmeißen einfach mal 4 Gänseblümchen im Garten. Ja, das heißt, wenn nicht gleich schon wieder so eine Scheißfliege kommt und die dann frisst. Bin ich da. 4 Gänseblümchen. Guten Morgen! Wie geht's uns heute? Vollwach, putzmunter und in der richtigen Stimmung. Ich habe jetzt auch vor, was zu basteln. Das war so ein kleines Windschutzding. Scheiße, was brauche ich? Sonnenblumen, ne? Hätte ich mir schön was zusammen zurecht basteln. Und zwar ja, wie gesagt, so ein Schutz. Da habe ich so 3 Spanplatten, werde ich benutzen. Alle 3 Spanplatten werden dann schön ausgebaut mit Eierkartons. Die werde ich dann schön dahin knallen. Ja, Maispflanzen haben wir jetzt da. Wir haben jetzt mehr als 12 Stück, noch nicht ganz fertig, aber bald. Du bist ein Mod-Drop, ne? Genau. Jetzt haben wir auch weiße Flutterscotch, könnten jetzt eigentlich damit gleich anlocken. Wir verbreiten alles vor, aber es kommt irgendwie nichts. Es ist zum Kotzen. Wenn alles auf den Bach untergeht, du hast nur ein Leben, ein Versuch, also versuch. Das ist ein Moment Luft holen, ein Moment glauben, das ist ein Moment rausgehen, ein Moment laufen, das ist ein Moment, unser Augenblick, die Geschichte. Ein Bewohner. Das ist ein Moment Luft holen, ein Moment. Einer von denen wird doch Mobs fressen, oder? Das ist ein Moment, unser Augenblick, die Geschichte ist geschrieben, fragt sich nur noch, schreibst du mit. Und warten Sie bitte mal kurz hier. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Das geht euch alles ziemlich schnell und wer weiß, was kommt. Ob die Sonne nochmal aufgegrelles Licht am Horizont, ob die Wolkendecke bricht, du den Menschen verlierst, alles bleibt wie es war oder doch was passiert. Die Probleme bleiben. Na los jetzt. Da ist ja schon einer. Komm, renn hier. Wir wissen, was du noch brauchst. Wird es besser garantiert, nicht so schlimm, lass dich fallen, diesen einen Moment darfst du verlieren. Weg von dem Stress, pack die Sachen, die du hast. Und jetzt auf den Meter, du Vieh. Ich will nicht im Buch gucken, was du noch brauchst. Dieses Leben und man kämpft nicht vergeben. Das ist die Schattenseiten, Game Over, Leben ist schnell, weil diese Scheiße nicht stehen bleibt. Auch warum haut er denn jetzt ab? Wie du bist, wenn alles auf den Bach untergeht. Du hast nur ein Leben, einen Versuch, also versuch. Das ist ein Moment Luft holen, ein Moment glauben, das ist ein Moment rausgehen. Ein Moment laufen, das ist ein Moment, dein Moment, unser Augenblick. Hat einen Kampf gegen einen Red Hot gewonnen. Ey, jetzt willst du mich doch verarschen. Was ist denn jetzt ein Red Hot? Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ein Red Hot ist. Scheiße. Das heißt, ich muss noch Glück haben, dass ich überhaupt den Kampf dann gewinnt. Ich werde irre. Ich werde so irre langsam. Was du alles machen musst, Alter, ey. Ohne Witz, daran denkst du doch gar nicht. Also ich werde jetzt eine Red Hot beschaffen, Junge. Ich weiß nicht, wie man einen Red Hot beschafft, aber ganz ehrlich, das sah aus wie ein Tuffly. Ist ja voll klar, was ich da jetzt machen muss. Können wir eigentlich auch gleich mal besorgen, schon mal. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie, ich bin da nicht zimperlich. Easy. Easy going. Jetzt komm rein auf den Meter, du Bär. Ich habe jetzt schließlich 3 Honigtöpfe hier stehen. Das, was du willst. Da steht nämlich nicht und, sondern oder. Guck ich nochmal nach, ob da jetzt ein und oder ein oder stand. Bedingungen fürs Auftauchen, Schub 30. Ne, 12 Tannenzapfen oder 3 Honiggläser. Gläser Honig. Ich habe 3 Gläser Honig. Hier stehen. Wofür hat die jetzt Mausmelone? Mausmelone habe ich doch weggeschickt, richtig? Irgendein Pinata braucht doch Mausmelone. Ja, endlich. Ordentlich Erfahrungspopel hier. Hier anfängt Pinata. Ach, Tannenzapfen gefuttert. Ich werd irre. Junge, ich werd langsam richtig irre. Hi, du sollst. Fressen bitte.